OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Herausgebombte Türen, zerborstene Fenster und ein einsturzgefährdetes Gebäude. Die Täter sind mal wieder geflohen und die Polizei hat das Nachsehen. Dieser Fall in Steinfeld ist einer von vielen hier im Oldenburger Münsterland und jeden Tag werden in Deutschland Geldautomaten gesprengt. Dahinter stecken meist kriminelle Banden aus den Niederlanden. In Sekunden zerbomben sie Geldautomaten, sind meist dabei schwer bewaffnet und fliehen anschließend mit über 300 km/h über die Autobahn. Auf jeden Fall steht eines fest, der Schaden ist jedes Mal immens. Politik, die Banken und die Polizei sind sich einig, da muss sich endlich etwas ändern. Doch wie legt man den Geldautomatensprengern das Handwerk? Wer sind die Täter überhaupt? Und warum haben die Banken nicht schon längst reagiert? Mein Name ist Jan Scholz, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und das ist der Podcast von OM Online. Es ist erst wenige Wochen her, da haben die Täter in Steinfeld ein pures Chaos hinterlassen. Es war ein Ort der Verwüstung, das Gebäude war komplett zerstört. Und am Ende fragt man sich, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinem Kollegen Matthias Niehus, der die Geldautomatensprenger schon seit einiger Zeit für uns begleitet. Oder ich will anders sagen, er berichtet darüber. Moin Matthias. Moin, hallo. Bei dieser ganzen Geschichte stellt sich mir die Frage, wie gehen die Täter denn überhaupt vor? Weil wir haben jetzt das Bild vor Augen, es ist alles zerstört, das Gebäude ist eigentlich ein Totalschaden. Wie gehen die Täter da vor, dass es überhaupt dazu gekommen ist? Ja, also die Täter kommen im Regelfall hier in die Region, kundschaften solche Banken aus, die für sie interessant sein können und überlegen sich dann, wie sie konkret den Automaten sprengen. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass sie zu einem Gasgemisch gegriffen haben dieses Gas eingeleitet und dann Explosionen herbeigeführt. Das funktioniert heute nicht mehr so. Die Automaten sind entsprechend geschützt. Sie sind mit Gegengasanlagen ausgestattet. Sobald also irgendwie von außen Gas einströmt, wird das wieder herausgedrückt. Deshalb arbeiten die Täter heute anders und greifen zu Festsprengstoff. Das ist dann etwas, was noch heftigere Detonationen hervorruft und offensichtlich von den Tätern auch immer schwer eingeschätzt werden kann, mit welcher Menge Sprengstoff sie zu ihrem Glück kommen. Und das führt dann zu ganz verheerenden Schäden. Im Steinfelder Fall war es so, dass die Detonation so heftig war, dass letztendlich das freigesprengte Bargeld unter Schutt und Asche verborgen war, die Täter also überhaupt nicht an ihre Beute gekommen sind. Und es führt dann mitunter auch zu so großen Schäden, dass die ganze Gebäudestruktur beschädigt wird, so dass man sich manchmal fragen muss, ob das überhaupt noch wieder hergerichtet werden kann. Also die Schäden sind immens, sie sind wahnsinnig teuer und führen mitunter sogar dazu, dass Wohnungen über den Banken anschließend nicht mehr bewohnbar sind, dass auch Menschen, die dort wohnen, gefährdet werden. Und das zeigt also dann auch so die Gefahr und ich sag mal, dieses ganze Ausmaß, mit dem man bei dieser Art der Kriminalität zu tun hat. In dem Kontext erinnere ich mich gerade noch an das Beispiel in Ganderkesee vor wenigen Monaten. Da ist ja genauso, wie du eben gerade beschrieben hast. Da war das Bankgebäude ja sehr nah von Wohnhäusern umgeben und ich meine sogar unter einem Wohnhaus, sodass die Anwohner die Detonation oben richtig spürten. Matthias, wer sind denn diese Menschen, die da kommen hier nach Deutschland und die Geldautomaten sprengen? Ja, es sind klassischerweise Menschen mit meistens marokkanischen Wurzeln oder marokkanischem Hintergrund. Meistens nicht in allen Fällen, aber meistens. Sie kommen aus den Niederlanden, oftmals aus den Vororten von Amsterdam und Utrecht. Und sie arbeiten eben sehr bandenmäßig strukturiert. Es ist nicht die eine Bande, es ist eine große Gruppe. Und die ermittelnden Behörden, Staatsanwaltschaften und Polizei sprechen davon, dass das wie eine Hydra ist. Also selbst wenn man jetzt also einen Kopf irgendwo abschlägt, es wächst, oder einen Arm abschlägt, es wächst wieder was nach. Und wenn man jemanden festnimmt, dann hat man hier, ist hier meistens so mit Helfershelfern zu tun. Die wahren Hintermänner sind nur schwer zu ermitteln.
An so einer Geldautomatensprengung sind dann gleich mehrere Leute beteiligt. Man spricht bis so zu 10, 12 Personen. Und die haben dann ja auch alle eine ganz klare Aufgabe, oder? Ja, das Interessante ist, dass ja eigentlich zu so einer Automatensprengung sehr viele Leute gehören. Also es muss ein Fahrzeug angemietet werden, Festsprengstoff muss organisiert werden, jemand muss das Ganze auskundschaften. Es gibt jede Menge Leute, die da involviert sind. Manchmal können das durchaus 10 oder 12 Personen sein. Und diejenigen, die das Ganze dann vor Ort ausführen, das sind alles so, ja, ich sag mal, sie kommen aus einer Gruppe von vielen, die dann kurzfristig angeheuert werden, dort tätig sind und, so hört man, auch nur im Erfolgsfall bezahlt werden und das auch nur mit wenigen 100 €. Diejenigen, die dann tatsächlich groß absahnen, das sind natürlich dann die Hinterleute. Und gekonnt sein muss dann auch diese Sprengung, du hast es vorhin gesagt schon, in Steinfeld sind sie nicht zum Zuge gekommen, da ist das Bargeld dann unter Schutt und Asche ja liegen geblieben. Und trotzdem ist der Schaden ja, den die Täter angerichtet haben, immens. Auf was würdest du den beziffern oder wie würdest du den beschreiben, auch hier fürs Oldenburger Münsterland? Ja, also im Steinfelder Fall ist es so gewesen, dass das Bankgebäude ja noch recht neu war. Das war erst ein paar Jahre alt, das war auch gerade erst nochmal frisch renoviert worden. Die Polizei hat anfangs auf 600.000 € Schaden geschätzt. Wir haben jetzt keine neueren Zahlen. Der letzte Stand, den die LZO von sich gegeben hat, war, dass man noch prüft, ob die Statik es zulässt, das Gebäude überhaupt so wieder herrichten zu können. Also das war auch noch mit einem Fragezeichen versehen. Wir haben ja auch mal einen Fall in Neunkirchenförden gehabt. Da ist also sogar die Wohnung über der Bank mit beschädigt worden. Da muss man auch sagen, die Staatsanwaltschaft in einem solchen Fall ermittelt auch wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. In dem Moment, wo Menschen gefährdet werden durch diese Detonation, geht man also bei den Ermittlungen noch weiter und gibt denen dann auch, sag mal, die entsprechende Schwere. Das sind schon heftige Straftaten, die da vollübt werden. Und die Schäden sind natürlich gigantisch und sie sind natürlich noch viel höher, sollten die Täter tatsächlich zu ihrer Beute kommen. Denn auch das habe ich von dem Staatsanwalt gehört, der hier alle Fälle in Niedersachsen bündelt. Es gibt Automaten, da sind durchaus über 400.000 € drin. Da kommt auf jeden Fall schon was zusammen. Es kommt mir irgendwie so vor, oder vielleicht auch vielen anderen so vor, dass in den letzten 2 Jahren, besonders hier bei uns auch im Oldenburger Münsterland, die Anzahl an Fällen deutlich zugenommen hat. Ständig hört man, da ist eine Bank in die Luft geflogen, beziehungsweise dort ist ein Geldautomat in die Luft geflogen. Ist es denn so, dass es in den letzten 2 Jahren jetzt unweigerlich viel mehr geworden ist, oder ist das jetzt eine rein subjektive Wahrnehmung? Ja, das ist immer so eine Frage. Aktuell sind wir in Niedersachsen bei 60 Fällen. Im vergangenen Jahr waren es 55. Vergessen darf man nicht, dass wir natürlich auch Corona-Einschränkungen hatten. Das dürfte dann für die Täter schwerer gewesen sein, hierher zu fahren und nicht entdeckt zu werden. Sie werden sich wahrscheinlich im letzten Jahr zurückgehalten haben. Bundesweit haben wir aber so viele Fälle, dass wir, glaube ich, beim Faktor 1,3 oder ähnlich pro Tag liegen. Das ist schon eine Wahnsinnsquote. Und deshalb kommt es ja nicht von ungefähr, dass die Innenminister jetzt fordern, dass tatsächlich der Gesetzgeber aktiv wird und den Banken Sicherheitsmechanismen vorschreibt, damit diese Fälle endlich eingedämmt werden und ja dieser Form der Kriminalität nicht noch mehr Vorschub geleistet wird. Das ist ja durchaus so, dass es sich über die vergangenen Jahre auch entwickelt hat, also diese Struktur mal weiter aufgebaut hat. Man spricht so davon, dass seit 2005 es diese Fälle von Geldautomatensprengungen gibt. Und du hast ja vorhin auch schon mal erzählt, dass in den Niederlanden das ja auch durchaus ein Thema gewesen ist. Wie ist es denn dazu gekommen, dass jetzt, ja, dass sich Ganze von den Niederlanden hin zu uns hier nach Deutschland verlagert hat, dann mit Höhepunkt auch 2015 und jetzt in den vergangenen Jahren? Ja, in den Niederlanden hat das Ganze angefangen und das fand dann also auch so im Bereich Benelux und so weiter statt. Die Niederländer waren aber sehr flott. Als sie gemerkt haben, dass das ein Phänomen wird, das sie belastet, ist sofort der Gesetzgeber eingeschritten und hat den Geldinstituten Vorschriften gemacht, nämlich, dass sie nur noch bestimmte Beträge auszahlen dürfen am Automaten, dass in den Automaten nur noch begrenzte Beträge vorhanden sein dürfen. Insgesamt haben aber, und das muss man auch sagen, die anderen europäischen Länder eine ganz andere,
Bezahlkultur. Will heißen, sie sind also viel weiter, was bargeldloses Bezahlen betrifft. Da kann man sogar, was ich, ein Eis kaufen und dabei die Geldkarte zücken. Bargeld bezahlen findet dort im normalen Leben kaum noch statt. Wir in Deutschland sind immer noch irgendwo dem Bargeld hörig und das macht uns an der Stelle auch verwundbar und angreifbar. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass also immense Geldsummen hier zum Teil in den Automaten liegen und das hat es natürlich für die Täter extrem interessant gemacht, nach Deutschland zu kommen. Die machen sich auf den Weg, sie mieten sich in den Niederlanden PS-starke Autos, meistens mit 8 Zylindern und mehreren 100 PS, besorgen sich Kennzeichen durch Blätten. Das heißt, also sie holen sich in Deutschland von einem baugleichen Fahrzeug ein Kennzeichen, um nicht hier aufzufallen. Klar, wenn sie hier nachts mit einem gelben Kennzeichen und so einem fetten Auto rumkurven, weiß ja sofort jeder, dass da was verdächtig ist. Sie bereiten sich vor. Das Kennzeichen wird angebracht, die Tat wird ausgeführt. Ich glaube nicht, dass die Täter in der gleichen Nacht noch zurückfahren. Sie werden irgendwo sich mit dem Auto verstecken, vielleicht hier bei uns in einem Waldweg, in den NRW-Bereich haben sie auch schon mal Garagen dafür angemietet. Tauschen wir die Kennzeichen und nutzen dann den Berufsverkehr, den morgendlichen, um wieder Richtung Heimat abzutauchen. Wo liegt denn hier in Deutschland die größte Betroffenheit? Du hast eben schon erzählt, in Niedersachsen haben wir jetzt 60 Fälle, das ist ja schon eine stattliche Nummer. Ist Niedersachsen dann auch so der Hotspot der Geldautomatensprenger? Niedersachsen liegt schon ganz vorne, aber ich glaube, NRW ist noch weiter vorne. Da haben wir natürlich in Grenznähe viel mehr Städte, die leicht und schnell zu erreichen sind. Am Anfang ist es so gewesen, dass diese Täter nur so in Autobahnnähe unterwegs waren, damit sie schnell wieder flüchten konnten. Inzwischen gehen sie aber auch tiefer rein. Das haben wir gesehen. Sie waren ja auch schon in Goldenstedt. Also da muss man ein bisschen mehr fahren, um wieder zur Autobahn zu kommen. Also die gehen inzwischen mehr in die Peripherie rein und kommen nach und nach eben auch in entlegenere Orte. Das scheint ihnen keine Probleme zu bereiten. Ich hatte gerade schon gesagt, welche Möglichkeiten es gibt, sich versteckt zu halten und dann unerkannt wieder abzutauchen. Gibt es da irgendwie oder sagen die Ermittler, dass es da Gründe gibt, dass sie sich den und den Geldautomaten ausgesucht haben? Also das sagt kein Ermittler so konkret. Am Anfang sind natürlich die Automaten gemieden worden, die mit dieser neuen Gastechnologie ausgestattet waren, die eben das einströmende Gas herausdrängt. Das ist inzwischen ja eigentlich bei uns bei allen Automaten der Fall und deshalb haben die Täter dann eben auch umgeschwenkt auf diesen Festsprengstoff. Das macht sie natürlich noch viel gefährlicher und das ist natürlich auch ein großes Problem für die Polizei. Das Auto, mit dem die Täter unterwegs sind, ist ja im Grunde genommen, wenn man so will, ja, wie so eine fahrende Bombe. Ja, da kann man nicht einfach draufschießen oder irgendwelche Maßnahmen fahren. Man muss immer davon ausgehen, dass das ganze Ding in die Luft geht, wenn es durch die Gegend fährt. Und die Polizei weiß natürlich auch, dass die Täter oft mit Schnellfeuergewehren ausgestattet sind. Also der einfache Streifenwagen oder die einfache Streifenwagenbesatzung steht dem relativ chancenlos gegenüber. A, ist das Auto nicht so schnell und B, kann ich mit meiner normalen Dienstpistole da auch nicht viel ausrichten. Die Beamten, ja, sehen im Regelfall da schlecht aus und das hat ja auch dazu geführt, dass selbst die Polizisten jetzt aufbegehren und sagen, so kann es nicht weitergehen, wir sind da chancenlos, der Staat muss handeln. Wir merken das auch bei den Innenministern, die ja eben jetzt auch entsprechende Forderungen stellen und sagen, die freiwillige Verpflichtung, die die Banken jetzt eingegangen sind, jüngst beim Roundtable mit im Innenministerium, das geht uns nicht weit genug. Wir wollen, dass der Gesetzgeber wirklich vorschreibt, wie Banken ausgestattet sein sollen und wie sie sich schützen müssen, um dieses Phänomen einzudämmen. Du hast die Probleme, die die Beamten haben, um jetzt bei den Tätern sofort zu interagieren, eben schon angesprochen. Aber auch in der weiteren Ermittlung ist es dann ja nicht ganz so einfach, solche Täter zu schnappen. Vor welchen Problemen stehen da die Polizeibeamten? Ja, wir leben zwar in einem geeinten Europa, das hört sich immer toll an, aber in der Praxis ist das natürlich mit vielen Hürden und Hindernissen verbunden. Also in dem Moment, wo Ermittlungsbehörden grenzübergreifend tätig werden wollen, müssen, muss man natürlich also irgendwo Spielregeln haben, muss man Vereinbarungen haben. Behörden müssen aufeinander zugehen und das kann nicht in Form von Anträgen passieren, die, ich sage mal,
monatelang irgendwo rumliegen und erst umständlich genehmigt werden müssen. Das muss man bündeln und da muss man im Grunde genommen dann auch schnell agieren, sich einander kennen und genau wissen, mit wem man es da zu tun hat. Deshalb ist es richtig, dass beispielsweise in Niedersachsen jetzt diese ganzen Fälle gebündelt werden und von der Staatsanwaltschaft Osnabrück geleitet werden. Die sind in dieser Sache schon erfahren. Die haben auch schon zusammen mit den niederländischen Behörden in der Vergangenheit erfolgreich Festnahmen in Holland durchführen können. Das war damals im Bereich Utrecht. Es hat jüngst erst auch ein Verfahren vor dem Landgericht in Osnabrück gegeben, wo Täter verurteilt worden sind. Das geht nur im internationalen Austausch. Das können einzelne Polizeiinspektionen oder Direktionen nicht leisten. Deshalb ist es richtig, das zu bündeln. Und langfristig kommt es dann auch zu den von dir eben angesprochenen Ermittlungserfolgen. Beispielsweise ein Täter wurde ja jüngst zu 7 Jahren und ein paar Monaten verurteilt. Das ist ja dann doch durchaus schon ein stattliches Urteil. Was erhoffen sich die Ermittler denn auch gerade von so etwas, auch von solchen Fällen, wo es dann gelingt, halt jemanden zu verurteilen? Sie hoffen, dass die Berichterstattung über solche Gerichtsurteile dann eben auch in Holland Verbreitung findet und bei den potenziellen Tätern ankommt. Ich hatte ja vorhin gesagt, das ist wie so eine Hydra, da sind mehrere hundert Leute. Wenn man bisher irgendwen geschnappt hat, dann ist da sofort wieder was nachgewachsen, dann standen die nächsten parat und wollten tätig werden, das aber für nur ein paar hundert Euro im Erfolgsfall. Und da muss man natürlich schon überlegen, ist mir das wert? Nicht? Für die paar hundert Euro laufe ich Gefahr, geschnappt zu werden und wandere dann möglicherweise wegen der Schwere der Tat, also Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, Bankeinbruch und dann möglicherweise noch, ein versuchtes Tötungsdelikt. Wenn das alles zusammenkommt und ich mehrere Jahre einfahre, ja, dann ist schon ein Teil meines Lebens weg. Und das sollten diese Täter überlegen, ob es ihnen das wert ist. Also ein solches Urteil muss abschreckende Wirkung haben. Da sind sich, glaube ich, alle Beteiligten einig. Und das ist natürlich auch das, was man sich erhofft, dass das diese Wirkung entfaltet. Und bei all dem will jetzt die Politik auch, du hast es vorhin auch schon mehrfach angesprochen, unterstützen. Die Innenministerkonferenz hat da entsprechende Bausteine jetzt auch gelegt. Ja, was erhofft sich die Politik oder was fordert die Politik konkret jetzt von den Banken, aber auch von der Polizei? Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu sichern. Und es ist ja eigentlich erstaunlich, dass die Banken das ehrlich gesagt noch längst nicht gemacht haben. Denn die Niederländer zeigen ja seit Jahren, wie es geht. Wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann kann man Mechanismen einbauen, die nicht wegsprengbar sind, dass Geldscheine sofort farblich markiert oder verklebt werden, wenn man sie aus dem Automaten treibt. Man kann in den Banken Nebelanlagen installieren, sodass die Täter die Orientierung verlieren, wenn sie eindringen. Es gibt viele Dinge, die man machen kann, die man einbauen kann, um die Täter abzuschrecken, um im Grunde genommen einen solchen Einbruch und so eine Sprengung unmöglich zu machen, sodass die Leute eigentlich erst gar nicht reinkommen. Dazu gehört natürlich auch, dass man die Banken nachts schließt. Wer muss denn schon bitteschön zwischen 23 Uhr und 5.30 Uhr morgens zum EC-Automaten? Niemand. Und deshalb ist das auch eine Forderung, dass man die Banken nachts dicht macht, denn das ist ja auch der Zeitraum, in dem die meisten Taten stattfinden. Das ist meistens nach Mitternacht bis, 4 Uhr morgens. In diesem Spektrum findet das meistens statt. Dann muss keine Bank geöffnet haben, dann kann man auch den EEC-Automaten schließen. Einige Banken im Oldenburger Münsterland haben schon umgerüstet und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Martin Kühling. Dr. Martin Kühling ist Vorstand der Volksbank in Vechta und zusätzlich auch der Sprecher der Volksbanken im Landkreis Vechta. Moin, Herr Kühling. Moin, Herr Scholz. Herr Kühling, in den vergangenen Monaten hat es hier bei uns im Oldenburger Münsterland immer wieder diese Geldautomatensprengungen gegeben. So eine Geldautomatensprengung betrifft Sie als Bank ganz konkret, will ich fragen, was bedeutet denn das für Sie? Ja, dieses Thema treibt uns schon tüchtig um die letzten Wochen, letzten Monate. Und was es für uns bedeutet, ist erstmal ganz viel Ärger, ganz viel veränderte Abläufe, Prozesse, ganz, ganz viel auch Kommunikation mit den Kunden vor Ort. Also wir sind ja Betroffene, wir sind betroffen in der Filiale Goldenstedt, die wurde letztes Jahr zerbombt und das hat natürlich weitreichende Auswirkungen im Hinblick, wo lässt man die Kollegen, weil die Filiale so wie sie war, so wie sie immer gewesen ist, neu renoviert, ein Jahr
alt, ja, ist komplett zerstört worden, muss neu aufgebaut werden. Ja, und das bedeutet für uns in vielerlei Hinsicht eben ja, viel Arbeit, viel Kommunikation und dazu kommt jetzt auch nochmal vor dem Hintergrund der Ukraine-Problematik, des Ukraine-Krieges, einfach auch Lieferketten-Problematiken. Das heißt, der Zeitplan, den wir mal irgendwann aufgemacht haben, bis wann die Filiale wieder stehen soll, geht leider nicht auf. Viel Arbeit ist das eine. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich dann auch den finanziellen Schaden. In was für einer Größenordnung bewegen wir uns da? Auch da ganz konkret, die, die dort vor Ort nun leider am Werk waren, die es versucht haben, das Geld zu bekommen, die haben es Gott sei Dank nicht geschafft. Insofern sind sie in das Bargeld, an das sie ran wollten, sind sie nicht dran gekommen. Aber die Konsequenz ist leider gewesen, dass durch die Folgen, die Brandschäden und dergleichen, es einfach zu einem Totalschaden dieser Filiale gekommen ist. Und da sprechen wir über einen höheren sechsstelligen Betrag. Ist das jetzt auch der Grund gewesen, dass Sie als Bank gesagt haben, okay, jetzt müssen wir handeln, wir müssen irgendwie was den Tätern entgegensetzen? Sie waren ein Stück weit schon, ehrlicherweise, die Initialzündung. Ja, es ist so gewesen, dass wir natürlich auch in der Vergangenheit unsere Werte, die Vermögenswerte der Volksbank geschützt haben über verschiedene Techniken. Ehrlicherweise hat die Technik ja nun auch in Goldenstedt funktioniert. Sie sind an das, was sie rankommen wollten. Das ist ihnen Gott sei Dank nicht gelungen. Gleichwohl haben wir eben gemerkt, es reicht nicht. Wir müssen uns noch anders aufstellen, besser aufstellen, um tatsächlich uns, unsere Mitarbeiter und gegebenenfalls, in Goldenstedt war es nicht so, aber gegebenenfalls auch unsere Mieter zu schützen, weil wir haben den einen oder anderen Filialstandort, wo eben über der Filiale auch Wohnungen sind von Kunden, von Mietern von uns. Und da muss man schon eben sehr, sehr vorsichtig mit Leib und Gut umgehen, ja. Dann lassen Sie uns doch jetzt an dieser Stelle mal auf die Gründe schauen. Warum werden überhaupt jetzt hier bei uns im Oldenburger Münsterland die Geldautomaten gesprengt? Es ist allseits bekannt, dass man sagt, Autobahnlage ist da so ein Kriterium, weil die Täter, wie wir schon im Podcast zuvor analysiert haben, durchaus öfter aus den Niederlanden kommen und dadurch einfach die Entfernung ja recht gering ist und die Täter schnell flüchten können. Wollen wir jetzt aber vielleicht auch auf das konkrete Beispiel in Goldenstedt schauen, weil Goldenstedt ist ja eigentlich nicht so das Paradebeispiel dafür, dichte Autobahnlage und schnelle Erreichbarkeit. Was meinen Sie, sind die Gründe, warum die Banken hier bei uns im Oldenburger Münsterland so anfällig für die Geldautomatensprenger sind? Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen in letzter Konsequenz leider auch nicht beantworten kann. Also, was passiert innerhalb der Banken? Es gibt routinemäßig jedes Jahr ein Gespräch mit unserem Versicherer und dieser Versicherer, unser Versicherer hält natürlich auch immer Rücksprache mit der Kriminalpolizei und auf dieser Basis gibt es eine Gefährdungsanalyse. Ja? Was passiert, welche Techniken, Sprengungstechniken werden eingesetzt und welche Filialen stehen besonders im Fokus? Ganz konkret, Goldenstedt stand tatsächlich nie im Fokus. Dort hat man immer gesagt, eigentlich ist Goldenstedt viel zu weit weg von einer Autobahn, um relativ schnell auch wieder in Richtung Holland zu kommen, wo die Verbrechersyndikate entsprechend eben ihren Ursprung haben. Konkret der Fall, nach allem, was man uns zugetragen hat von den Ermittlungsbehörden, sieht es in Goldenstedt eben tatsächlich anders aus. Da scheinen eben tatsächlich keine wirklichen Profis am Werk gewesen zu sein. Uns wurde gesagt, man geht eher von Nachahmern aus und diese Nachahmer haben ihren Job in mancherlei Hinsicht eben nicht so gemacht, dass sie erfolgreich sein konnten, erfolgreich waren. Insofern muss man ein Stück weit einfach auch sagen, ja, es gibt diese Gefährdungslage eben aus den Niederlanden, aber es gibt eben auch eine zunehmende Gefährdungslage von Nachahmern oder aus anderen Kreisen, die uns so eben auch nicht bewusst sind. Bedeutet für uns die Gefährdungsanalyse ist auch in Rücksprache mit unserem Versicherer einfach eine völlig andere. Und das hat die Konsequenz, dass wir eben den Fokus und den Zirkel, was ist zu schützen, einfach anders gezogen haben. Sie handeln jetzt, also Sie rüsten jetzt um. Man muss auf der anderen Seite ehrlicherweise aber auch sagen, dass das Problem der Geldautomatensprenger schon seit einigen Jahren besteht. Konkret sagt man so ungefähr seit 2005 haben wir das Problem in Deutschland. Richtig extrem wurde es dann im Jahr 2015. Und es ist mal böswillig so diese Frage im Raum, dass die Banken gesagt haben, okay, wir sind versichert, wenn das uns einmal passiert, dann zahlt es am Ende die Versicherung. Also sei es sowohl der finanzielle als auch der Schaden drumherum.
Warum meinen Sie denn, hat man erst so spät gehandelt? Warum rüsten Sie jetzt vor Ort erst nach? Das ist eine gute Frage, Herr Scholz. Ich kann da nur für unser Haus sprechen, dass wir im Hinterkopf hatten, dass möglicherweise der Schaden dann so oder so von jemandem getragen wird, nämlich von unserem Versicherer. So haben wir ehrlicherweise nicht gedacht, auch nie gedacht. Und zwar immer tatsächlich ein riesengroßes Anliegen, Hab und Gut und vor allen Dingen Leben zu schützen. Wir fühlten uns tatsächlich mit dem, wie wir uns aufgestellt hatten, Sicherheitstechnik am Automaten, fühlten wir uns tatsächlich gut aufgestellt, fühlten uns sicher. Und ich sage das jetzt mal ganz plakativ, uns wurde ein Stück weit von unserem Automatenausrüster auch gesagt, ein Kenner der Materie, ein Kenner der Technik wird auf ersten Blick erkennen, sehen können, mit welcher Technik er es zu tun hat und auf dieser Basis bestimmte Dinge einfach nicht tun. Ja, er wird sich an diese Maschine gar nicht ranwagen, an diesen Automaten und sprengen, weil er weiß, die Chance ist einfach so minimal klein, dass er das Risiko gar nicht eingeht. Das hat uns tatsächlich immer dazu bewogen, es nicht zu tun. Und jetzt gibt es einfach in der nächster Nähe, ja, wir konkret mit Gollenstedt, aber auch andere Standorte, wo man eben gemerkt hat, obwohl diese Technik da ist, obwohl man es sich vermeintlich sicher fühlte, hat man es trotzdem unternommen. Es wurde gesprengt, es wurde ein enormer Schaden verursacht, obwohl eben tatsächlich man eben an die Beute, an die man dran wollte, oftmals gar nicht dran gekommen ist. Also Fazit ist auch vor diesem Hintergrund, es macht einfach Sinn, sein Vermögen zu schützen. Und da spreche ich jetzt einfach auch um die Immobilie mit all den Dingen, die damit drin sind. Das hat uns dann, denke ich, eher umdenken lassen zu der Konstellation, wie wir sie haben. Glauben Sie denn, dass Sie jetzt sicher sind, beziehungsweise dann in den nächsten Monaten, wenn alle Umrüstungsmaßnahmen abgeschlossen sind? Wir fühlen uns auf jeden Fall sehr sicher und wie gesagt, wir haben viele Gespräche geführt mit verschiedenen Institutionen, vor allen Dingen Kriminalpolizei, Versicherer, Fachleute, Sicherheitstechnik. Ja, wir fühlen uns jetzt tatsächlich sehr gut aufgestellt und uns wurde ein Stück weit bescheinigt, wenn man es jetzt noch versuchen sollte, dann können es eigentlich tatsächlich nur Dilettanten sein, weil die Fachexperten, Verbrechersyndikate tatsächlich erkennen müssen, dass es nahezu ausweglos ist, da Geld rauszukriegen. Sagt Dr. Martin Kühling im Podcast von OM Online. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kühling, für das Gespräch. Danke auch, Herr Scholz. Vielen Dank. Wollen wir jetzt zu Ende dieses Podcasts mal einen Schlussstrich unter das Ganze ziehen, Matthias? Und mal drauf schauen, welche Lehren müssen wir aus diesen Geldautomatensprengern beziehungsweise aus dieser ganzen Thematik ziehen? Was würdest du sagen, sind da die Lehren? Ja, was für Lehren. Also im Grunde genommen hat man diesem Phänomen, finde ich, viel zu lange zugeschaut. Du hattest vorhin gesagt, seit 2005 sind solche Täter schon unterwegs. Das ist ja nun eine wirklich sehr, sehr lange Zeit. Man hätte viel früher Richtung Niederlande schielen müssen, um die Banken nach niederländischem Vorbild sicher zu machen. Wenn man sieht, dass diese Mechanismen, die die Niederlande anwenden, dazu führen, dass die Täter dort nicht mehr aktiv sind, dann ist es doch nichts leichter, als hier, ich sag mal, nach gleichem Vorbild unterwegs zu sein. Das ist versäumt worden. Also die Politik hätte an der Stelle viel früher reagieren können. Ja, die Banken hätten sich auch viel früher freiwillig verpflichten können. Sie haben wahrscheinlich viel zu lange darauf vertraut, dass die Versicherungen schon irgendwie zahlen. Ja, das ist natürlich also irgendwo etwas, was man ein bisschen schwer verstehen kann. Da wäre es gut gewesen, wenn sich die Geldinstitute, ich sag mal, viel früher freiwillig verpflichtet hätten, dann hätten wir dieses Phänomen nicht bekommen. Einfach zu sagen, ach, die Versicherung zahlt schon, es ist ja irgendwie kein Schaden entstanden, das ist an der Stelle zu billig. Man muss ja einfach sehen, was für ein Phänomen wir ja haben und was das für gefährliche Straftaten sind. Es kann ja nicht sein, dass da also irgendwelche Banden mit PS-starken Autos durch die Gegend fahren, der Polizei davonfahren, fast immer entwischen und mit Sprengstoff und Schnellfeuergewehren ausgestattet sind und sich alles erlauben können. Das kann nicht sein. Da hätte man viel früher einschreiten müssen. Gut, man kann jetzt im Zweifel nur sagen, lieber spät als nie. Es wird aber auch höchste Zeit. Sagt Matthias Niehus, Reporter bei OM Medien. Danke dir, Matthias, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Gerne. Damit ist die heutige Folge des OM Online Podcasts an ihrem Ende angekommen. Um zukünftig aber weiter bei uns informiert zu bleiben, checkt doch gerne auch unsere weiteren Podcast-Formate aus und ladet euch in dem Kontext auch unsere kostenlose News-App runter im App oder auch im Play Store.
Solltet ihr mal ein genauso spannendes Thema haben, über das wir hier im OM Online Podcast sprechen sollen, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Ich persönlich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht euch eine schöne Woche. Ich bin Jan Scholz. Macht's gut. Ciao.